Servus, grüß euch, Dankeschön fürs Einschalten. Nur eine kurze Info aus der Nahansicht, einmal eine Box, eine mit 218 650er, die Exus. Leider nur auf Englisch und auch nicht voll bebildert, also deswegen möchte ich ein paar Sachen, was man da machen kann, so erklären, weil, wie gesagt, da haben keine Abbildungen dabei. USB-Kabel, upgradable, habe ich, also zum Upgraden habe ich nichts gelesen. So schaut das Teil aus. Ist wirklich schön handlich. Es ist echtes Leder. Da haben so Inlays erinnert. Gibt es in mehrere Farbvariationen, da ändert sich aber dann auch immer der Preis. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Carbon-Optik nehme, ist es teurer als wie die. Ich glaube, vier verschiedene Versionen gibt es. Das ist also matt satiniert Silber, das heißt keine Fingertapper. Also die Fingertapper eher auf dem Display. Ich habe es ja schon ein bisschen jetzt. Ein sauberer 15er, ja, mit einer schönen Stahlplatten rundum, mit einem Edelstahlsquint. Der Pin drinnen ist fest gefedert. Also da ist Schmackes dahinter, dass man immer eine schöne Kraft hat, ein wunderschöner Taster. Warum hat man sie gekauft? Erstens ist es einmal anders wie andere Boxen ein bisschen. Und mir gefällt das oben, das Schräge, das Auslösen, weil ich kann sowohl in der linken Hand oder in der rechten Hand, habe ich es immer gleich. Ja, muss man dann nur das Display halt einstellen. Es gibt kaum Ankanten, man könnte es auch mit Zeigefinger auslösen und in der Hand verstecken. Also das ist wirklich sauber verarbeitet. Da kann ich nicht schimpfen. Also muss ich ehrlich sagen, toll. Unten haben wir ein USB Plus und Minus und oben haben wir einen Feuertaster bzw. Menütaster. Auch das Leder ist sauber drinnen. Muss man heute halt ein bisschen pflegen, nicht dass es rissig wird. Das ist logisch. Und da außen, der äußerste Punkt, ihr seht, dass das konisch zuläuft, dass eine Abfasung ist. Also am obersten Punkt habe ich es nicht genau messen können. 25 mm kommt da ein bisschen viel, aber der Punkt, der tiefste Punkt unten, ist 27 gemessen. Ja. Das heißt, wenn du jetzt einen 25er hast, dann steht er am Gesamtgerät nicht viel, aber da drin hast du vielleicht einen kleinen Spalt. Das schauen wir uns nachher noch an. Mich stört aber das überhaupt nicht, weil das ist fast nicht sichtbar durch die Abschrägung. Das haben sie gut gemacht. Das ist überhaupt der äußerste schön rund. Da haben keine scharfen Kanten hier erinnert. Also das ist schon klasse gemacht, muss ich ehrlich sagen. Akku. Ja, erklärt sich von selber. Ist ein Schiebedeckel. Innen hat er die Kontakte. Auf die Kontakt selber ist nochmal Plus und Minus und ganz vorzüglich gelöst. Ich glaube, dass man sogar mit der Kamera sieht, drinnen ist es auch nochmal. Also sogar ohne Brühen kann man das lesen. Sechs ist links Minus, rechts Plus. Das heißt, wenn da drin Minus steht, natürlich auch den Minus da oben. Jetzt kommen wir zum zweiten Positiven, was mir gut gefällt. Sind keine knappen, engen Einzelröhren. Ja, ihr wisst, der eine oder andere weiß, dass so Akkuträger, ich habe auch welche, da hast du die komplett geschlossen. Jetzt hast du einmal einen Akku, der ist ein bisschen dicker aufgelabelt oder vom Maße und der geht schon streng ein. Den brauchst du nicht mehr ein, weil du ihn nicht mehr rauskriegst und du kannst nichts machen. Und da haben sie das geteilt. Das heißt, falls sich der mal verklemmt hat, einer geht immer raus, ja. Falls da jetzt was war, dann kann ich seitlich einklemmen und kann man rausholen, ohne dass ich da irgendwie umeinander möchsen muss. Also, das ist für mich sehr viel wert, weil ab und zu gibt es Akkus, wobei das jetzt nicht weit ist, aber wenn das recht eng wäre, wo man schon ein bisschen mit Kraft einschiebt, dann weiß ich, dass ich da wieder was machen kann, dass ich den rauskriege. Also, die Akkus immer langsam einschieben, nicht einplumpsen lassen, ja. Und dann haben wir da natürlich, auf der anderen Seite haben wir dann unten 6 Plus, also Plus nach unten. Und jetzt müsst ihr ein bisschen was beachten. Die sind gefedert, 6 und Pluspol her. Das heißt, da ist nichts gefedert am Deckel. Beide Akkus haben den Federweg nach unten. Das ist aber überhaupt nicht tragisch. Ihr müsst nur da hergehen. Der Deckel hat da zwei Schiebe, Rillen. Also da so Stege und da hat er die Rillen erinnert.
so Nuten, ja? Seht ihr das Seiten? Und wenn sie es natürlich so her, dann kommst du nicht rein. Das heißt, du sitzt an, bis du anstehst. Das kannst du mit einem Damm machen. Ja? Das Gerät am Boden hinstellen oder in der Hand halten. Und dann gibst du auf den Akku Druck. Seht ihr es? Und dann schiebst du ihn rein. Ganz einfach machen, da muss man halt ein bisschen ruhig bleiben, aber das ist wirklich. Und dann halt das Pumpen fest. Und was passiert, wenn ich ihn reinschiebe? Ich probiere es nochmal. Ob er schon was anzeigt? Nein, da zeigt er noch nichts an. Schauen wir nochmal. Dann kommt kurz Exus. Und das war's aber. Das, wenn du jetzt auf Feuer tust, macht er noch nichts. Das Gerät schaltet sich selber aus. Also, ihr könnt das Gerät mit 5 Klick einschalten. 5-mal Klick war jetzt das mit Einschalten. Und dann haben wir ein Display. Und ihr seht es, das war am Anfang. Ich gehe ein bisschen näher ran. Das war am Anfang hell. Das heißt, beim Auslösen wird das Display hell. Und nach 5 Sekunden dunkelt es ab. Und nach weiteren 30 Sekunden geht das Display weg. Also wir haben jetzt da natürlich Check Atomizer, ganz klar, weil nichts drum ist. Dann haben wir eine doppelte Akkustandsanzeige, eine Ohm-Anzeige oben neben die Akkuanzeige mit zwei Stellen noch am Komma, genauso die Volt-Anzeige und in welchem Menüprogramm, dass wir sind, in dem Fall Power. Dann haben wir natürlich die Plus- und Minus-Tasten. Ihr könnt es im Zehntelbereich runter und die fetzt wie Sau. Also 5 Watt, dann bleibt es stehen. Ja, geht jetzt bis 200 Watt, jetzt drücke ich die Plus-Taste, lasse das richtig laufen, die rennt wie Sau. Also auf 200 Watt bist du in 0, nix drum und bleibt auch stehen. Die haben dann starken Druckpunkt, sehr gute Rückmeldung, da wackelt nichts, da schäbert nichts, also wirklich klasse. Ja, und ich mache jetzt da nicht, ich habe das nicht geschenkt gekriegt, ich habe das Teil, wie immer, wie alle Teile kaufen wir selber. Dann haben wir mit deren System haben wir zwei Locking-Funktionen. Und um das jetzt zum Zeigen, schlaufe ich jetzt schnell mal um 25 mm auf, den Fantasy von Vapefly. Den werde ich später mal noch zeigen. Das ist ein Fertigkohlverdampfer, wo man verschiedene Coils rein tun kann von verschiedenen Herstellern. In dem Moment, wo ich einen anderen Clearermeiser aufmache, fragt er mich automatisch. Neuer Coil, selber Coil. Das kennen wir, das Spiel. Macht er immer. Ja? Selbst wenn ich den jetzt runterschraube und drauf, fragt er mich wieder. Ist vielleicht den einen oder anderen lästig. Ich finde es okay, weil dann weiß ich, das Gerät hat das zur Kenntnis genommen. Wir haben jetzt eine Locking-Funktion zweimal bei derer. Wir haben einmal eine Locking-Funktion für die Plus und Minus, damit wir uns den Temperatur- oder in dem Fall den Wattbereich nicht aus Versehen verstellen. Da drücken wir Plus und Minus gleichzeitig. Das heißt, ich kann jetzt dampfen, ja, aber ich kann bei der Leistung nichts mehr machen. Genauso Entlock ist wieder Plus und Minus. Dann kann ich wieder meine Leistung einstellen, wie ich es brauche. Machen wir mal bei dem 54 Watt und natürlich dampfen. Das ist das eine. Die andere Locking-Funktion, das ist 5-mal klicken, weil ausschalten kannst du das Gerät nicht. Das heißt, da kann ich gar nichts mehr machen. Wenn ich jetzt meine Leistung verstehe, heißt es Glock 5-mal klicken und nicht hold die zwei Buttons. Ja. Und beim Feuern ist dasselbe. Das heißt, das ist auch zugleich eine Transportsicherung. Gehe wieder mit 5-mal Klick raus und dann kann ich wieder dampfen, kann wieder verstehen. Ins Menü gehen wir mit 3-mal klicken. 1, 2, 3, dann blinkt unten Power. Dann suchen wir uns, wenn wir zu lange gewartet haben, also da habt ihr glaube ich 5 Sekunden, dann müsst ihr was machen. Also nochmal ins Menü mit 3-mal, 1, 2, 3. So, wenn wir im Bereich Power sind und dann schalten wir weiter, dann kommt als nächstes TCR, dann kommt Edelstahl, dann kommt Titan, dann kommt Nickel und dann kommt wieder Power.
Das war einmal den TC-Bereich. Das heißt, TCR, da könnt ihr euch einmal selber einen Koeffizienten eingeben. So, und wenn der aufhört zum Blinken, haben wir wieder im Hauptmenü. Da können wir uns jetzt die Fahrenheit oder die Celsius einstellen. Die Fahrenheit ging bis 600 von 300. Und dann läuft die durch, die bleibt nicht stehen. Ja? Also wir haben bis 300 Grad Celsius. 301, 2, 3, 4, 5, 6. Also bis 315 Grad Celsius, wenn es weiter drückt, kommt von 200 Fahrenheit bis 600 Fahrenheit. Und beim Celsius geht es dann los von, ich glaube, 100. Dann geht es bis 600 Fahrenheit und dann geht es mit Celsius weiter von 93 hoch wieder bis 315. Ich habe euch vorher gesagt, die Locking-Funktion. Wir können mit den beiden Tasten, das Locken, dann haben wir, dann gehen wir in den Locking-System ein, in einer Temperatur. Das heißt, entweder im TCR, im Edelstahl, Nickel oder Titan, also in einem Temperaturmodus, egal was jetzt eingestellt ist, könnt ihr die Tasten natürlich auch locken, aber jetzt kommt noch was. Wenn Sie es mit diesen beiden Tasten lockt und klickt einmal, egal auf welche, zweimal hintereinander, eins, zwei, dann kommt ein Wattbereich. Das heißt, ihr könnt euch die Ausgangsleistung beim Temperaturdampfen somit einstellen. Mit der Feuertaste oder so lang warten, wieder bestätigen. Es ist die Doppelfunktion. Nur im Temperaturbereich. Seid ihr im Normalmodus im Watt, könnt ihr nur die beiden Tasten sperren. Also, wenn das jetzt darauf bleibt, dann merkt ihr, es gelockt. Die ca. 100 Grad Celsius habe ich jetzt gelockt. Dann könnt ihr eine von den zwei Tasten mit zweimal schnellem Klicken. Eins, zwei. Dann kommt entweder gleich die Watt. Oder es kommt nochmal K-Locked und dann die Watt. Ja, da müsst Warum das so ist, weiß ich nicht. Manchmal kommt gleich die Watt, manchmal kommt noch vorher gelockt. Also man sagt, du bist im gelockten Zustand, kannst aber jetzt deine Watt einstellen. Dann gehen wir in dem Locking wieder raus. Dann stellen wir uns da jetzt Temperatur. Ich habe aber da keinen Temperaturquellen nicht drum. Also gehe ich wieder in das Menü mit dreimal klicken. Und gehe von SS Titan. Schauen wir es uns nochmal an. Nickel. Und dann haben wir im Power-Modus, im Watt. Entweder ihr wartet noch 5 Sekunden. Bleibt er stehen. Ich kann dampfen. Das war jetzt die Locking-Funktion für diese beiden Tasten, die kleine Locking und die zweite Funktion in diesem Locking-Modus, wenn Satz im Temperaturbereich, könnt ihr euch die Ausgangsleistung fürs Temperaturdampfen einstellen. Klasse gemacht, muss man nur wissen. Die andere Locking-Funktion, wo ich alle Tasten locke, ja, machen wir nochmal. Locking, Clock. Locking, fünfmal Klick. Also Lock, fünfmal klicken, zeigt er mir ja jedes Mal dann an. Ja, beim anderen Locking zeigt er an, die beiden Tasten halten. Also ihr habt immer unterschiedliche Textinformationen. Und jetzt kann man nämlich was machen, was ihr im Normalmodus nicht machen könnt. Jetzt könnt ihr zum Beispiel mit der Plus- und der Feuertaste gleichzeitig das Display drehen. Habt ihr es gesehen? Trau gleichzeitig und drauf bleiben. Und dann geht noch eine Funktion ab und das ist Plus, also Feuertaste und Minustaste, Entschuldigung, die Auslösetaste und Minus gleichzeitig, dann kommt der Stealth Mode. Okay? Da müsst ihr aber vorher mit 5-mal Klick locken. Und dann wieder Normalmode. Und dann gehe ich mit 5-mal Klick wieder raus und ich kann wieder dampfen und ich kann wieder ein Heute, ich habe die gesperrt, Entschuldigung. Und ich kann wieder dampfen. Dann bin ich aus dem mit 5 Klick wieder rausgegangen. Dann bin ich wieder, dann kann ich dampfen, kann ich locken. Was nur hat und was ihr ja seht jetzt, das ist also eine Art Sanftanlauf. Ich habe aber nichts gefunden. Ich weiß nicht, warum das das hat. Ich habe gute Akkus drinnen. Schaut mal, ich habe 55,3 eingestellt.
Und sie macht eine Sekunde 44, 43. Warum? Weiß ich noch nicht. Da bin ich noch nicht dahinter gekommen. Wenn ich jetzt 25 Watt eingib, dann fange ich auch mit 20 an und geht auf 25. Nur habe ich da einen schweren Coil drin, also einen Fertigcoil mit 0,16 Ohm. Den sollte man von 50 bis was weiß ich dampfen. Jetzt gehen wir auf 46 und möchte dampfen, dann fange ich mit 37 ganz kurz, unter der Sekunde ist das. Mich stört das nicht, aber das ist anscheinend vielleicht gar nicht so schlecht, dass es nicht so explosionsartig auch der Strom gleich nochmal wird. Das ist vielleicht akkuschonend, das ist auch vielleicht für die eine oder andere Wicklung schonend. Nur das ist mir so aufgefallen. Ich habe aber nirgends was gelesen. Ja. Gut, meine Damen und Herren. Und da seht ihr es selber bei 25 mm. Gehen wir mal ganz nahe ran. Schaut euch den Akku, den Klirrumeiser und den Akkuträger an in dem Spiel. Da sieht man, dass das Gehäuse, wie ich schon gesagt habe, der Außenbereich 27 ist. Und dann läuft es schräg zu auf, ja, 25. Und deswegen habt ihr da, es steht da, die Kanten stehen an, ja. Also wenn man jetzt da so schaut in der Linie, ich weiß nicht, ob ich es mit der Kamera so reinbringe. Da steht eigentlich der Ring vom Gehäuse, also vom Akkuträger selber steht der 4, aber das ist auch schräg angefasst. Das ist auch nichts Kantiges, ja. Sieht man auch eh, wo das Leder gehalten wird, sieht man, dass das weiter ist bis 27. Und da ist jetzt oben ein ganz kleiner Spalt drin, weil der die Schräge, was dazu läuft, geht so bei 24,8 oder 24,7, so genau habe ich es nicht messen können, weil es eben schwer ist zum Messen darum. Da hört der Konusring auf und der Clearer hat 25 und dann sieht man da einen ganz kleinen Spalt. Aber da muss ich auch wirklich mit dem Zoom angehen. Wenn ich das jetzt in der normalen Entfernung halte, habt ihr es eh vorher gesehen, sagen wir mal so, dann ist das, schaut das eigentlich für mich passabel aus, das passt für mich. Ja. Haben es gut gemacht und wie gesagt, wirklich sauber verarbeitet, keine Kratzer, keine Kanten, nichts. Macht bis jetzt das, was soll. Aber wie gesagt, zwei Locking-Systeme, einmal das kleine Locking mit Doppelfunktion und das große Locking mit der Doppelfunktion, dass ich in Stealth Mode und dass ich mir, je nachdem, ob ich rechts oder links in der bin, mein Display drehen kann. In diesem Sinne wünsche ich euch noch was. Ja, das war jetzt einmal so das erste und die wichtigsten Funktionen erklärt. Gut. Dann wünsche ich euch noch viel Spaß damit.